Ja, Thema 3D-Sound. Ich habe schon gefühlt einiges vorgegriffen. Ein paar können schon wahrscheinlich ein bisschen was damit anfangen, je nachdem aus welchem Bereich man kommt. Aber für ein paar ist das wahrscheinlich total neu. Und Spoiler-Alarm, für mich ist das halt unfassbar faszinierend, dass man eigentlich nur ganz normale Kopfhörer braucht, um diesen dreidimensionalen Ton zu hören. Aber wie das alles ist, dazu kommen wir uns, bewegen wir uns in den nächsten Minuten. Vielleicht noch ganz kurz zu meiner Wenigkeit. Hi, ich habe vor 5 Jahren angefangen, mich für einfach auf VR zu spezialisieren, weil ich dachte, hä, wieso macht da niemand den Ton? Ist doch voll, hä, der Ton dreht sich und das ist doch verrückt. So, wieso macht das niemand? Und das ist irgendwie nach 5 Jahren immer noch so ein bisschen mein Leben. Aber mittlerweile muss man sagen, ist da sehr viel passiert. Also in den verschiedensten Bereichen ploppt hier gerade das 3D-Audio auf. Vom Gaming bis zum Auto, bis im Kino und was es da für Anwendungen schon gibt, die ihr vielleicht sogar kennt. Dazu komme ich dann auch noch gleich. Und ich habe in den letzten Jahren x Projekte gemacht, durfte Gott sei Dank um die Welt reisen. Letztes Jahr war nicht so mit Weltreisen, aber trotz allem passiert da echt viel. Deswegen kann ich mich da zum Glück nicht beklagen. Und das ist auch so zum Thema Wavelab. Ich denke, wenn man es schafft, diesen Sweet Spot zu finden zwischen ich nutze Technologie, aber kreativ, also Art und Tech, da ergeben sich auf einmal ganz neue Anwendungsfälle, über die halt die Techies vielleicht gar nicht nachgedacht haben und die Künstler halt vielleicht eben nicht genau wissen, wie können sie das Potenzial von der Technologie für ihre Zwecke nutzen. Und da sehe ich mich so ein bisschen zwischen diesem Dreh- und Angelpunkt, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich mit dieser Technologie, wie kann ich sie kreativ anwenden und umgekehrt. Genau, und mich kennt man vielleicht so aus dieser XR-Bavaria-Szene, das sind dann die ganzen VR-Nerds, deswegen hängen ja auch VR-Brillen an der Decke und alles, aber auch sehr umtriebig in der Audio Engineering Society und was dazu gehört und vielleicht ist man sich so schon mal über den Weg gelaufen. Das heißt, ich mache auch wirklich die Aufnahmen vor Ort, ich mache die Postproduktion und dann quatsche ich auch noch gerne über den Ton, weil ich gemerkt habe, wenn ich nicht über den Ton rede, dann machen es halt irgendwie die wenigsten. Also gerade bei VR-Veranstaltungen gibt es halt wenig Leute, die wirklich über den Ton reden. Und dieses Business-Modell, was ich quasi habe, dass man VR-Produktionen von Anfang bis Ende stemmt, das würde im klassischen Sinn bei Filmproduktionen gar nicht so viel Mehrwert bieten, weil ich meine, da hat man 3 Leute am Set, dann irgendwie 500 Postproduktionen, da kannst du nicht sagen, ich mache alles alleine. Aber bei solchen Projekten, wie ich sie mache, macht es schon Sinn, dass Leute wirklich wissen, ah, das gebe ich dem Martin, der weiß von A bis Z, was muss man beachten. Und gerade mit diesem 3D-Ton muss man wirklich schon von Anfang an gucken, wie kann ich die Story neu erzählen? Was habe ich vielleicht am Ende für technologische Hindernisse, dass man da wirklich schon von Anfang an das irgendwie abstecken kann. Und so hat das für mich alles gut funktioniert. Und ich bin jemand, der reist gerne, aber ich muss jetzt nicht durch die Weltgeschichte jede Woche da irgendwie reisen. Ich bin doch hier mal gerne in München und finde ja München toll und treffe dann irgendwie euch. Und so hat das alles für mich als nicht nur persönlich Sinn gemacht, sondern eben auch als Geschäftsmodell und darf behaupten, das jetzt schon seit über 5 Jahren Fulltime quasi selbstständig zu machen. Dann wollen wir mal 3D-Audio, kurz gesagt, was ist das eigentlich? Weil es gibt irgendwie 1000 Begriffe. Es gibt da Spatial Audio, es gibt Binaural Audio, es gibt 360-Grad-Sound und das beschreibt irgendwie alles so ein bisschen das Gleiche. Deswegen lasst euch von den ganzen Begriffen erstmal nicht verwirren. Das ist ja noch so ein bisschen in der Findungsphase, ist auch je nach Firma, stolpert man über einen anderen Begriff. Aber am Ende des Tages entspricht 3D-Audio unserer natürlichen Gewohnheit. Und zwar, wenn man mal schaut, wir hören immer dreidimensional und das können wir auch gar nicht abschalten. Also wir sind es ja gewohnt, wenn wir jetzt nicht Kopfhörer aufhaben, dass wir, hier hinten fährt das Auto vorbei. Und das haben wir unser Leben lang gelernt. Und jetzt gibt es eben auf einmal diese Möglichkeit zu sagen, oh, es gibt so smarte Render-Algorithmen, die berechnen für deinen Kopf, ja, wie müsste das jetzt für deine Ohren klingen? Und dann verliert man irgendwann das Gefühl, dass man Kopfhörer auf hat, weil der Ton auf einmal von außen kommt. Und was das für Vorteile und Nachteile hat und überhaupt, dazu kommen wir noch. Ja, so wird es dann gerne umschrieben, dass man wie in so einer Klangkugel sitzt, dass man nicht nur vorne hat, wie links, rechts, wie man es bei Stereo hat, sondern auch wirklich von hinten was hören kann, sogar auch von oben und unten, funktioniert weniger gut. Aber das ist prinzipiell auch alles möglich und mit diesem voranschreitenden Technologie
passiert da einfach wahnsinnig viel. Und da kommt auch dieses Buzzword, immersives Audio oder Immersion oder überhaupt. Aber da ist schon wirklich was dran, weil unser Kopf tut sich viel leichter damit, dreidimensionale Informationen zu verarbeiten, weil wir es ja eh gewohnt sind, dreidimensional zu hören. Aber wenn wir jetzt Stereo hören, muss unser Kopf immer nachdenken, so Gott, wo ist das jetzt? Ist das jetzt Musik oder ist das in meinem Kopf oder überhaupt? Und daher ist das Eintauchen in diese Klangwelt tatsächlich ein bisschen leichter, weil das für unsere Ohren einfach natürlicher ist, wenn man so will. Und dann hier noch so ein Fact, den ich ganz gerne vor allem im Kontext von VR streue, dass wir ja auch gewohnt sind, wirklich 360 Grad, also von überall zu hören, während unsere Augen nur geradeaus sind. Und das kann man sich eben zunutze machen für ganz bestimmte Stories, dass man sagt, da kommt jemand von hinten zur Tür rein, aber das höre ich schon über den Ton und dann drehe ich mich um und dann kommt diese Person in meinen Raum. Aber das kann man über die Augen schlecht erzählen. Ich sehe dann in VR ganz viel mit Pfeilen wird gearbeitet, wo man hingucken muss und das ist natürlich nicht so intuitiv. Aber Ton ist da zum Glück sehr intuitiv und man hat da nochmal ganz andere Möglichkeiten, diese Blickrichtung auch zu führen. Und hier noch so ein ganz einfacher Effekt. Wir können ja unsere Ohren zum Beispiel gar nicht schließen. Wir können sie uns zwar zuhalten, aber wie ihr wisst, wenn man vielleicht nachts nicht schlafen kann, weil die Nachbarn Party machen, dann ist es immer noch da, auch mit Oropax und überhaupt. Aber unsere Augen können wir schließen und das ist nochmal so ein fundamentaler Unterschied, so wie eigentlich Ton verwendet wird. Genau, und dann, um mehr in diese künstlerische Richtung zu gehen, aber da ist auch wissenschaftlich auf jeden Fall was dran, dass wir durch Ton Emotionen ausdrücken können, wie wir es durch die Augen vielleicht gar nicht so gut machen. Und das habt ihr bestimmt schon gesehen, wenn man einen Film guckt und man legt mal irgendwie Actionmusik drunter und dann legt man mal irgendwie so ruhige Musik runter und dann verändert sich irgendwie das ganze Bild und die ganze Szene bekommt auf einmal eine ganz andere Bedeutung. Und das ist diese Power, die einfach der Ton hat. Genau, und wie schon erwähnt, man hat auf einmal die Möglichkeit, sich fundamental neu zu überlegen, ja, kann ich jetzt oben, unten, links, rechts irgendwie Ton erzeugen und was bringt das? Deswegen gucken wir doch mal, was gibt es denn jetzt schon für Anwendungsfälle, die ihr wahrscheinlich kennt. Das Einfachste ist wahrscheinlich aus dem Kino und da ploppt man bestimmt über den Namen Dolby Atmos und ich werde doch bestimmt jedes zweite Mal gefragt, machst du Dolby Atmos? Und ich sage immer so, naja, Dolby Atmos ist nur so eins dieser Formate, die eben 3D-Audio wiedergeben können und die haben halt eine fette Marketing- und auch Rechtsabteilung und deswegen haben die sich da einen Namen gemacht und wer mal genau hingeschaut hat im Kino, hat man nicht nur an der Seite Lautsprecher oder hinten, man hat doch mittlerweile oben Lautsprecher, wenn es dann eben ein Dolby Atmos Kino ist und das klingt schon fett, also da kann man nichts sagen, so lockt man die Leute auch wieder ins Kino, weil wer hat schon irgendwie 100 Lautsprecher bei sich zu Hause stehen, deswegen war für mich 3D Audio auch ganz lange so ein nerdiges Ding, weil wer hat so viele Lautsprecher zu Hause, aber auf einmal wird das eben über Kopfhörer auch zugänglich und kann das wirklich für jeder Mann oder Frau zu Hause zugänglich machen. Dann wird es auch noch viele Anwendungen geben mit Live-Musikbeschallung. Könnte man dann nicht in Clubs zum Beispiel auch 3D-Audio hören oder das mit Live-Musik kombinieren oder 8D-Audio, darauf gehe ich auch später nochmal ein. Das hat vielleicht der ein oder andere auch schon mal gesehen oder gehört, weil das im Internet total gefeiert wird. Und wie angesprochen, im VR-Bereich gibt es das, im AR-Bereich gibt es das. Und das können mittlerweile auch schon die allermeisten Kopfhörer, dass man nicht nur Noise-Canceling hat, also dass man nicht nur den Ton unterdrückt und Störgeräusche rausfiltert, sondern dass man auch wirklich anfängt, die Stimme wieder rauszufiltern. Das heißt, meistens hat man eine Kombination aus Störgeräusche weg, aber das, was man wirklich hören will, dass das da bleibt. Und das wird für den Bereich auch noch sehr, sehr spannend. Und man kann das auch alles miteinander kombinieren, dass man sagt, hey, man hockt mit VR-Brille im Kino, aber nutzt die Lautsprecher vom Raum. Da hatte ich auch ein paar Projekte, wo das gemacht wurde und so kann man doch mal zusammen eine Experience erleben, weil sonst VR ist ja eher isoliert und jeder ist irgendwie in seiner Welt. Aber gerade auch jetzt mit Corona ist auf jeden Fall der Bedarf da wieder zusammenzukommen in virtuellen Welten und da spielt natürlich der Ton auch eine Rolle, vor allem wenn man sonst nur so abstrakte Avatare sieht. Und um das mal ganz kurz vorwegzugreifen, was gibt es da in Zukunft für Einsatzbereiche, wie gesagt, vom Gaming bis zum Auto, vor allem wenn es irgendwann selbstfahrende Autos mal gibt, so, dann kann man sich ja schon entspannt irgendwie einen Film anschauen und dann will man ja schon irgendwie das Gefühl haben, akustisch da im Kino zu sitzen und man kann das kombinieren mit den verschiedensten Bereichen und Smart Speakern und hin und her und vielleicht noch ein so ein kleines Ding, dass ihr das schon mal gehört habt, weil das wird kommen, also
Also das ist jetzt noch nicht in Deutschland ein Ding, aber die Tonkollegen, die hier drin sind, die kennen das bestimmt eh schon. Aber das ist aktuell nur in Korea ein Standard. Und zwar ist es die Möglichkeit, dass du Ton nicht nur ausgibst als Stereo, wo dann schon alles fertig ist, sondern du schickst eigentlich mehrere Audioobjekte aus. Und hier komme ich gleich zum Beispiel Fußball. Stellt euch vor, ihr schaut Fußball und dann ist ein Kommentator und da habt ihr meistens so die Stadion-Atmo und der Kommentator, der babbelt dann irgendwie vor sich hin. Aber es ist ja nicht immer, gerade wenn man mit seinen Freunden irgendwie eigene Kommentare macht, jetzt nicht immer hilfreich, wenn der Kommentator da irgendwie dazwischen quatscht. Und eigentlich will man ja nur die Stadion-Atmo haben. Man will ja eigentlich nur so Teil dieser Szene sein. Und mit Stereo kannst du nur lauter und leiser machen. Du hast keine Chance, da jetzt den Kommentator auf einmal von der Mischung zu entfernen. Das geht einfach nicht. Aber mit objektbasiertem Audio könntest du auf einmal diese Audio-Objekte, zum Beispiel Stadion-Atmo oder Kommentator, ein- oder ausschalten. Das heißt, du kannst dir dann ein personalisiertes Hörerlebnis schaffen, dass du sagst, hey, den Bellareti mag ich nicht, deswegen mache ich den jetzt aus und ich höre weiter in die Stadion-Atmo und habe immer noch das Gefühl, hier im Fußballstadion zu sitzen und kann selber kommentieren. Und das wird in Zukunft kommen. Also dieses ganze personalisierte Hören, halte da mal die Augen offen. Und 3D-Audio spielt da natürlich auch wieder mit rein, aber genug der Technik, weil um das nochmal ganz einfach runterzubrechen für alle, okay, Mono hat schon mal wahrscheinlich jeder gehört, das ist einfach ein Objekt, zum Beispiel wie jetzt dieses Mikrofon, das ist ein ganz normales Mono-Mikrofon, deswegen hört ihr mich auch gerade, wenn ihr Kopfhörer aufhabt, als im Kopf-Lokalisation, das heißt, ihr denkt jetzt, meine Stimme ist im Kopf und das ist auf Dauer für das Hirn so ein bisschen zum Thema Abstraktionsebene verwirrend und deswegen sind auch Zoom-Calls unter anderem so anstrengend, weil man hat die ganze Zeit irgendwelche anderen Stimmen im Kopf und muss überlegen, ja, wer spricht denn jetzt und man kann gar nicht differenzieren, gerade bei mehreren Leuten, ja, wer ist es? Deswegen ist es nur so am Rande wahrscheinlich so anstrengend. Und dann gibt es das Stereo, das ist schon seit Jahrzehnten ein Ding und das wird auch in Zukunft noch ein Ding sein. Ich meine, es gibt Anwendungen, die funktionieren mit 2 Lautsprechern und dann sagt man, ja, passt, wieso brauche ich da jetzt 10 Lautsprecher oder so? Und davon ist eben dieses 3D-Audio oder binaurales Audio so ein Spezialfall. Und dann gibt es eben noch Surround, habt ihr vielleicht auch mal gehört, das ist dann eben nur eine Hörebene, da habe ich kein oben und unten. Bei 5.1 habe ich zum Beispiel vorne und hinten, aber man hat eben nichts von oben, was vielleicht nett ist beim Film, wenn dann Hubschrauber über einem drüber fliegt. Aber gerade jetzt mit diesen Anwendungen wie VR oder Dolby oder was auch immer, hat man da nochmal ganz andere Möglichkeiten, den Ton neu zu denken. Und da zeige ich euch später ein Beispiel. Ja, wie schon erwähnt, 3D-Audio kann man eigentlich auf genau 2 Wegen wiedergeben. Und zwar einmal über Lautsprecher, das ist dann hier eben mit einem Haufen Lautsprecher zu Hause oder Soundbars haben mittlerweile auch Algorithmen, die so tun, als wären mehrere Lautsprecher in einem Raum. Aber für mich ganz klar sind halt diese Kopfhörer so spannend, weil, wie gesagt, es kann wirklich jeder von zu Hause mit ganz normalen Kopfhörern diesen 3D-Audio-Sound hören. Und wie das klingt, werde ich euch gleich zeigen, denn es gibt sogenannte binaurale Mikrofone und da hat sich einfach jemand überlegt, so Moment, wie hören wir Menschen eigentlich und hat dann diesen Hörapparat des Menschen nachgebaut. Das heißt, dieses Mikrofon hat in den Ohren Mikrofone. Das heißt, man hört genau das, was der Kopf hört. Und da spielen verschiedene Parameter rein, wie wir Menschen eigentlich hören. Zum Beispiel, wenn ein Auto von rechts kommt, dann kommt das auf dem rechten Ohr früher an als auf dem linken Ohr. Und auf dem rechten Ohr ist es lauter als auf dem linken Ohr. Und damit erspare ich euch schon dieses HLTF, da wird es sehr schnell nerdig. Aber einfach, dass man versteht, okay, dieses 3D-Audio versucht, dieses Hörempfinden von Menschen nachzumachen. Und dazu wird meistens eine standardisierte Kopfgröße genommen und das hat ja jeder von uns hat einen unterschiedlich großen Kopf, das heißt für manche funktioniert es besser, für manche vielleicht schlechter, aber wie das dann klingt, das wollen wir hier mal demonstrieren. Ich glaube, da muss ich jetzt mein Bildschirm nicht mehr teilen. Genau, jetzt sind wir hier wieder bei mir zu Hause und einfach für die, die es noch nicht kennen, ich denke, die meisten Tonleute, die hier drin sind, die kennen das wahrscheinlich eh schon. Und zwar habe ich selber so ein Kunstkopfmikrofon. Jetzt nicht davon irritieren lassen, dass das 8 Ohren hat. Das hat VR-Gründe. Wir brauchen nur 2 Ohren tatsächlich, weil wir Menschen haben ja auch nur 2 Ohren. Deswegen können wir mit 2 Ohren räumlich hören. Ich tue es hier mal so, dass es nicht vom anderen Mikro verdeckt wird. Und jetzt wechsle ich mal von diesem Mikrofon. Das ist so ein ganz normales Sprechermikrofon auf dieses Mikrofon und dann werdet ihr gleich mich links und rechts hören. Und
Da sind wir auch schon. Genau, jetzt habt ihr vielmehr das Gefühl, hier bei mir auf dieser Position im Raum zu stehen, weil jetzt komme ich hier von rechts und man hat ein viel räumlicheres Gefühl. Ich bin jetzt nicht mehr die Stimme in eurem Kopf, sondern ich bin hier wirklich eine Person, die da irgendwie unter Corona-Sicherheitsabstand euch sehr nah auf die Pelle rückt. Und weswegen ich solche Mikros sehr spannend finde, ist, dass man diesen Effekt, dass man ganz nah rangeht, nur hier so wirklich gut machen kann. Das ist ganz schwierig. Später das in der Postproduktion zu machen, deswegen nehme ich mir das lieber mit auf. Und wenn man dann wieder weggeht, dann hat man wieder das Gefühl, ah ja, ihr steht hier mit mir, bei mir im Studio und jetzt kann ich mal zum Spaß auf die andere Seite gehen und auch hier kann ich euch in die Ohren flüstern. Und ich finde das witzig. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da kann man viel, viel Späße mitschreiben. Ich habe hier, ich habe es vergessen vorzubereiten, ich suche noch, ich habe hier natürlich noch, genau, mein Lieblingsspielzeug. Und so kann man den Leuten verständlich machen, wie funktioniert das Hören. Und jetzt habt ihr euch wahrscheinlich schon so ein bisschen dran gewöhnt. Okay, jetzt ist hier, ich übersteuere auch gerade so ein bisschen. Aber wenn ich jetzt wieder umschalte auf dieses Mikrofon, werdet ihr hören, wie eigentlich dieses ganze Schallfeld wieder zusammenfällt und nur noch in eurem Kopf zu hören ist. Weil jetzt sind wir wieder ganz normal auf Mono und jetzt könnt ihr nicht mehr lokalisieren, bin ich jetzt links, rechts, vorne, hinten, egal wo ich dieses Huhn hin tue, bin ich jetzt einfach wieder die Stimme in eurem Kopf. Genau, so viel zum Thema, was man für lustige Sachen mit Ton machen kann und deswegen finde ich das so faszinierend, da müsste ich halt mal wer ausdenken. Ich sage jetzt nicht, ein Quietschhuhn ist die beste Lösung, aber da gibt es bessere Anwendungen und da wären wir schon bei meinem nächsten Thema. Ich überspringe das, glaube ich, weil sonst wird es nur noch nerdiger, sondern lass uns direkt zum Thema, wie sind wir denn in der Zeit? Nee, dann gehen wir direkt zu Sounds of Germany, zum Thema Anwendung. Und zwar teile ich jetzt wieder meinen Bildschirm. So, genau. Wie vielleicht, um das abzukürzen, wie kam das alles? Und zwar war ich mit der Deutschen Tourismuszentrale für Tourismus, im Kontakt. Was könnte man denn mit dem Ton machen? Weil es war ja letztes Jahr, war das Beethoven-Jahr. Und da hat man sich überlegt, ja, jetzt lass doch mal irgendwie was mit dem Ton machen. Und da habe ich denen gesagt, ja, lass doch mal was mit 3D-Audio machen, um mal dieses... Das nennt sich Destinationsmarketing, um halt mal Tourismus so erlebbar zu machen, wie man es vielleicht noch nicht gemacht hat. Und vielleicht kennt ihr diese ganzen tollen Image-Videos von Deutschland und das sind dann immer Sonnenuntergänge und Drohnenshots und epische Musik und alles, aber am Ende des Tages sehen irgendwie alle Städte gleich aus. Ich weiß nicht, ob das euch aufgefallen ist und das war genau das, was ich auch den Kollegen gesagt habe, dass es wahrscheinlich nicht so viel Sinn macht, da jetzt nochmal herzugehen und irgendwie super Beauty-Shots zu machen, sondern lass doch mal schauen, wie kann man mit dem Ton Orte anders erlebbar machen. Und so hat sich das ergeben, dass man sagt, okay, man nutzt es wirklich als Marketing-Tool. War dann auch wirklich lange die Frage, ja, macht man jetzt VR oder macht man jetzt eine Landingpage oder was auch immer? Und falls ihr es noch nicht gesehen habt, es ist halt dann tatsächlich einfach eine Landingpage geworden über Secret Escapes, wo dann diese Video waren, die ich produziert habe, wo ich mir wirklich von Grund auf Gedanken gemacht habe, ja, wie mache ich jetzt, wie setze ich jetzt den Ton in den Vordergrund? Wie kann ich Städte von der Sicht des Tons erzählen? Und dann haben sich halt diese 4 Clips quasi entwickelt, weil wie ihr euch vorstellen könnt, wenn man gefördert wird von der Bundesregierung, was nämlich die Deutsche Zentrale für Tourismus wird, ist das alles ein bisschen politisch. Das heißt, diese 4 Clips in den 4 Städten, Stuttgart, Düsseldorf, Leipzig, Berlin, die mussten alle irgendwie gleich, aber auch alle irgendwie individuell sein. Das muss man auch erstmal verstehen, weil die Partner müssen ja alle gleich behandelt werden. Und da kann man jetzt nicht hergehen, zum Beispiel Berlin meinte, ja, wir brauchen, bei uns muss man eine Woche drehen, weil wir sind ja viel größer als Stuttgart und so. Und hat Stuttgart gesagt so, nee, wir wollen aber auch 2 Tage. Und das war dann immer ein bisschen hin und her. Und zum Glück hat die Deutsche Tourismuszentrale da immer abgepuffert. Also ich musste mich dann nicht mit solchen Sachen rumschlagen. Aber irgendwie hat man dann ein Konzept gebraucht, wo man dachte, ja, das sollte aber in allen Städten funktionieren. Und so war das ein sehr langes Hin und Her. Und was könnte man machen? Und was ich euch schon mal verraten kann, ist, dass alle Städte, die beginnen erstmal bei einem typischen Verkehrsmittel. Und das
das war in den allermeisten Fällen entweder der Bahnhof oder die S-Bahn, einfach weil dieses Ankommen erzählt schon mal so, wow, okay, hier passiert was. Und von dort aus macht man sich quasi als immersiver Tourist auf die Reise und frühstückt dann eben eine Sehenswürdigkeit nach der anderen ab. Und die Clips durften auch nicht länger sein als 2 Minuten, aber es mussten irgendwie trotzdem 8 Sehenswürdigkeiten rein. Also es war schon straffes Programm, was wir da immer hatten. Und vor allem wollten sie keine Protagonisten haben. Und das ist für den 3D-Sound in der Hinsicht schade, weil wie ihr gehört habt, Sprache funktioniert bei 3D sehr gut. Und alles, was irgendwie abstrakt ist, wie Musik oder Soundeffekte, da muss man nochmal ein bisschen mehr rausarbeiten, dass man auch wirklich diesen Effekt hat. Aber andererseits war es auch gut, dann mussten wir jetzt keine Schauspieler oder was engagieren, die da irgendwie durch die Gegend führen, sondern konnten sich wirklich überlegen, okay, man hat eigentlich nur Musik und Soundeffekte, dann machen wir das Beste draus. Ja, und dann habe ich mich ein bisschen weit aus dem Fenster gelegt und gesagt, ja, aus diesen ganzen Tönen, die man da irgendwie sammelt, kommt am Ende noch Beethoven raus, weil es ja ist Beethoven, ja. Und deswegen hat Stuttgart irgendwie Beethovens 5., Düsseldorf die Mondscheinsonate und Berlin ist Waldstein und Leipzig ist Für Elise. Das waren so diese Songs, die man kennt, sogar als Nichtdeutscher, weil die Kampagne richtet sich ja sicher nicht an Deutsche, sondern eben an Leute, die Deutschland als Touristen bereisen wollen. Und wie man das dann macht, dass man Töne sammelt in 3D und das am Ende aus diesen abstrakten Tönen von Brunnensounds zu Kirchenglocken, zu Türöffnergeräusche, wie da Beethoven bei rauskommt, das wollen wir uns kurz anhören am Beispiel von Leipzig. Und bevor ich es hier über YouTube streame, spiele ich es doch einfach über meinen VLC-Player ab. Sekunde. Jetzt müsstet ihr gleich was hören. Und dann kommt hier auch noch das passende Bild dazu. Genau, viel Spaß. Ich mache jetzt nicht den ganzen Clip, ihr könnt es ja euch gerne im Nachgang anhören. Aber schauen wir mal kurz rein. Ja, was für mich sehr wichtig ist, wenn man sagt, man macht hier 3D-Audio, müssen die Leute auch irgendwie verstehen, ja, wieso überhaupt? Also nutze ich jetzt die Technologie, um irgendwie fancy zu sein oder was ist denn die Motivation? Und hier haben wir das so gelöst, dass man am Anfang sich quasi selber Kopfhörer aufsetzt, was nochmal so dieser Claim für wie bei euch jetzt ist, dass man hört so, ja, man setzt Kopfhörer auf und dann kann man den Effekt hören, weil wenn man es über Laptop hört, dann funktioniert das nicht. Und wir haben das natürlich auch gleich mit ein bisschen Product Placement von Sennheiser kombiniert, die da ja auch viele Tools in der Richtung entwickeln. Und so ist eben die Geschichte, dass man sagt so, hey, man ist selber der Tourist und das erzählt auch, wieso man jetzt da Interaktionen macht, wieso setzt man sich Kopfhörer auf, wieso drückt man da am Automaten irgendwie rum oder wieso ist der Ton überhaupt dreidimensional? Deswegen passiert quasi alles aus dieser Ego-Perspektive. Wir haben uns dann noch überlegt, dass man dieses Reisen so, okay, ich bin jetzt im Museum, dann im Bahnhof, dann bin ich irgendwie in der Oper oder was auch immer. Das muss man ja auch irgendwie visuell erzählen. Deswegen haben wir uns quasi solche Match-Cuts ausgedacht, wie man es hier zum Beispiel sieht. Das war bei Berlin, da hält man sich dann quasi den Stadtplan vors Gesicht, dann cuttet man und dann ist man beim Haus des Rundfunks. Und so schafft man eine Möglichkeit zu erzählen, einfach wie visuell, okay, man springt jetzt an den neuen Ort, aber es ist halt ein smoother Übergang, weil das Auge muss jetzt sich nicht immer komplett umdenken, sondern ah, hier Stadtplan, zack, wieder Stadtplan und ah, jetzt bist du am nächsten Ort, weil sonst müsste man jedes Mal erzählen, so, ich gehe jetzt zur Tür rein und dann gehe ich wieder zur Tür raus und dann gehe ich wieder zur Tür rein und dann gehe ich wieder zur Tür raus und dann fahre ich vielleicht dazwischen Bus, aber das ist halt eine Story, die sich nicht so gut erzählt und so haben wir quasi uns wirklich eine Storyline überlegt, okay, vielleicht geht man am Ende in die Oper, weil das ist dann eher eine Abendveranstaltung und nachmittags eher in den Park und so hat sich dann quasi Stück für Stück
diese Story ergeben. Und das war dann auch die Shotlist, wo wir uns wirklich Gedanken gemacht haben, okay, was kann man planen und wo müssen wir uns irgendwie vom Zufall überraschen lassen? Und vor allem war auch die Frage, okay, wie kann man Gebäuden Leben einhauchen, die erstmal nach nichts klingen? Also wenn man irgendwie im Bahnhof ist, gut, das geht vielleicht noch, dann hat man Zug und da irgendwie Türgeräusch und sowas. Aber es war dann tatsächlich auch für die Partner sehr interessant, die sich dann selber mal Gedanken gemacht haben, ja Moment, wir haben hier zwar irgendwie schöne Galerien und schön angemalte Mauern und so ein Zeug, aber wie klingen die Orte denn so? Und das fand ich ganz witzig, wie nochmal andere Leute, also nicht Tonleute, darüber nachdenken, okay, was könnte da so klingen? Und da kamen auch ganz witzige Ideen. Und oft wurde dann, wie jetzt hier in der Oper, ich meine, das war während Corona, da hat man jetzt nicht ein Orchester oder könnte mal eben irgendwie eine Probe mitnehmen oder sowas, aber die haben uns dann doch dankenswerterweise mal irgendwie ein Streichquartett hingestellt oder auch mal irgendwelche Tänzer. Und das waren dann Sachen, wo man wirklich spontan entscheiden musste, okay, tanzt mal was, tanzt mal zu Beethoven und das muss dann am Ende noch irgendwie passen. Also es war dann schon ein riesiger Prozess, der oft im Kreis gelaufen ist, aber der dann oft spontan war und der dann auch irgendwie im Schnitt gelöst werden musste und man gemerkt hat, okay, die Reihenfolge, die man sich so schon ausgedacht hat, hat dann irgendwie doch nicht funktioniert. Also es war ein ständiges Hin und Her. Deswegen war es quasi auch gut, dass ich wirklich den Schnitt gemacht habe und dann wirklich quasi mir überlegen konnte, okay, welche Bilder brauche ich und was geben die aber für Töne her und wie kann dann am Ende irgendwie Beethoven draus werden. Ja, dann wie gesagt, dann kam irgendwie Corona letztes Jahr und dann war erstmal alles auf Eis. Wir konnten zum Glück relativ früh, das war dann so Ende Juni, im Juli konnten wir trotzdem drehen und es waren tatsächlich auch alle relativ happy, dass die Museen, die zwar eigentlich geschlossen hatten, dann quasi für uns wirklich die Türen aufgemacht haben und froh waren, dass man die Zeit irgendwie so halbwegs sinnvoll nutzen kann, um halt ihre Etablissements in Szene zu setzen. Aber wie ihr euch vorstellen könnt, irgendwie man will jetzt auch nicht drehen, ja im Museum, da ist halt niemand. So, es müssen ja irgendwelche Leute sein. Deswegen war es auch immer eine riesige Herausforderung, so, können wir jetzt Leute von der Straße gabeln, können wir die jetzt mal kurz ins Bild stellen, am besten ohne Maske, weil sonst sieht man ja, dass Corona ist, weil man will ja solche Videos jetzt nicht für ein Jahr, wo noch Corona ist, produzieren, sondern man will die ja vielleicht auch die Jahre drauf immer noch nutzen. Aber wenn man sieht, dass alle Maske haben und wir haben ja jetzt schon überhaupt keinen Bock mehr auf Corona und das triggert uns so total, wenn jemand eine Maske auf hat, das will man vielleicht nicht haben und deswegen haben wir es super oft kaschiert, dass halt man entweder Leute rausgeschnitten hat oder hier, du bist gerade allein, dann darfst du guten Gewissens vielleicht mal die Maske absetzen, aber es war auf jeden Fall immer Hackmeck und wir sind eigentlich den ganzen Tag halt als kleines Team rumgelaufen, um rechtfertigen zu können, dass wir hier gerade Dreharbeiten machen, weil die einfach zeitweise illegal waren. Wir hatten, wie gesagt, 2 Tage Zeit pro Ort und waren auch als super kleines Team und hier war jetzt auch gerade diese Szene mit den Tänzern, mussten wir halt wirklich überlegen, okay, was lässt sich planen und was nicht. Es war viel inszeniert, wir haben dann mit den Tänzern, hey, wie wäre es, wenn ihr uns die Hand gebt und dann drehen wir uns im Kreis, das ist cool für den Ton, weil dann dreht sich der Ton um einen herum, aber dann musste auch wieder ganz, ganz viel geschnitten werden, weil diese Szene kann vielleicht 5 Sekunden stehen, weil dann muss man ja schon wieder an den nächsten Ort, sonst kommt der nächste Ort wieder zu kurz, dass man jeden Ort ungefähr gleich lange abdecken kann. Deswegen, um euch ein grobes Verständnis zu geben, wie war dieser Prozess? Also es musste halt irgendwie diese Symbiose von Bild und Ton herkommen, dass man einerseits die richtigen Bilder hat in der richtigen Reihenfolge, aber auch irgendwie den Ton so dramaturgisch erzählen kann, dass da am Ende eben Beethoven draus wird, aber dass man von Anfang an trotzdem gecatcht ist. Es macht jetzt keinen Sinn, am Anfang nur so Vogelgezwitscher zu zeigen, weil dann sind nach 3 Sekunden alle weg, sondern man muss ja trotzdem irgendwie schaffen, da so einen Wow-Effekt von Anfang an und irgendwie das Tempo aufrecht zu erhalten und gerade im Internet muss man ja wirklich auch schnell schneiden, sonst verliert man ja sofort die Leute. Deswegen, das war so die Idee. Ich habe mir dann überlegt, mit einem Metronom zu arbeiten. Ich habe auch tatsächlich vor Ort hatte ich auch ein Metronom, um halt gerade den Tänzern oder den Musikern mal grob das Tempo vorgeben zu können. Aber ich konnte jetzt auch nicht groß dirigieren anfangen, weil ich musste ja auch irgendwie Töne aufnehmen. Das heißt, ich war so eine ganz komische Mischung aus Dirigent und Tonmann, was es so wahrscheinlich auch noch nicht gab. Und musste mir aber trotzdem den Kameramann schnappen und sagen, hey, du kannst du da dich nach links drehen und so, weil dann bewegt sich der Ton irgendwie mit und lass mal von hinten drehen, weil dann hörst du es so vom Weiten und dann lass mal ranspringen, dann ist es ganz nah dran. Also es war
sehr viel geplant, auch sehr viel für die Tonne. Dann habe ich quasi effektiv auf dieses Metronom geschnitten und konnte grob schon mal diese Match-Cuts setzen und mal Pausen einbauen, weil es macht keinen Sinn, nur 3D-Audio und immer voll ins Gesicht, sondern man braucht doch mal Stille und muss auch mal ein bisschen dynamisch werden. Einfach, dass der Clip ja, so Spannung aufbaut und nicht immer so bam, 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 hier 3D-Sound und so, weil dieser Ton braucht auch immer ein bisschen Zeit, um zu wirken. Dann, womit ich mich tatsächlich ziemlich aus der Affäre gezogen habe, waren, ich nenne es assoziative Sounds. Und zwar, wenn man, hier ist zum Beispiel so eine Szene, da sieht man Bach und man sieht eine Kirche und dann hört man natürlich ein Ding-Dong, als wäre da eine Kirche. Natürlich hat die jetzt nicht in echt Ding-Dong gemacht, aber man konnte dann doch oft irgendwie Töne draufsetzen auf Sachen, wo in echt eigentlich gar keine Töne waren. Zum Beispiel hier war irgendwie das Bach-Museum und da war halt erstens nichts los und es war irgendwie Stille, aber hier sieht man irgendwie eine Geige und dann habe ich das quasi so, es ist keine Geige, Entschuldigung, aber dann habe ich das so quasi Töne draufgelegt, wo man denkt, ah okay, da könnte dieser Ton glaubwürdig gewesen sein oder hier auch diese Orgel, die sah nett aus und alles, aber in echt hat die nichts hergegeben, aber trotzdem habe ich dann eben einen Orgelsound draufgelegt und so konnte man quasi Sounds auf Orte setzen, die eigentlich erst in der Realität nach nichts geklungen haben. Ja, dann Musik angepasst und hin und her, ich erspare ich das Ganze, ich bin noch ziemlich verzweifelt am Ende, weil irgendwann vermischen diese ganzen Ebenen so, was ist denn jetzt Ton und was ist Musik und aber jetzt habe ich da irgendwie jemand, der spielt Klavier, aber das ist ja eigentlich O-Ton und also es war ein riesen Heckmeck. Hab mir auch Wochen vorher schon Gedanken gemacht, ja, wie sortiere ich eigentlich die ganzen Töne und naja, ich erspare ich die Details, aber am Ende war dann irgendwann noch Farbkorrektur und alles angesagt und der Deckel drauf und irgendwie nach 2 Monaten gefühlt nicht schlafen, war dann das Ding fertig. Eine Nummer noch hier, dieses ganze Thema Beethoven. Ich schaue jetzt gerade noch auf die Zeit. Okay, dann schneide ich das kurz an. Wie euch denken könnt, Beethoven kennt ja jeder und diese Titel, die ich gerade erwähnt habe, die 5. und Mondscheinsonate und hin und her. Wie ihr euch vorstellen könnt, das sind nicht die dankbarsten Titel, um sie mal unter ein junges, fesches Video zu setzen. Also es sind halt eher so, also, ja okay, das funktioniert genau 2 Sekunden und dann ist es vielleicht irgendwie langweilig. Deswegen habe ich oft eben diese Phrasen genommen und mal in einen Kontext gepackt, die für den Ort sinnbildlich sind. Zum Beispiel, wenn man sagt, hey, man ist in der Stadt und es ist abends und trinkt irgendwie Bier, dann war dann Beethoven vielleicht so eine Rockversion. Oder wenn man abends im Club war, war das dann so eine Elektroversion. Dann habe ich mir quasi immer so die Töne genommen vom Beethoven und mal in einen ganz anderen Kontext gelegt. Wenn man im alten Schloss war, dann war das vielleicht eher sowas Klassisches. Und so reist man auch musikalisch wirklich durch die Gegend und man kann sich dann auch Beethoven irgendwie 2 Minuten anhören, ohne dass man ja denkt, wow, das ist jetzt super die Klassiknummer, weil es soll halt eben auch jüngeres Publikum anziehen. Deswegen, ich erspare euch die Mischung aus der Hölle, das ist dann zu nerdig wahrscheinlich, aber es waren dann ganz viele Spuren und ganz viele Töne aus ganz vielen Richtungen. Deswegen würde ich mal, wir sind noch nicht fertig, würde ich mal exemplarisch mit euch durch Stuttgart gehen. Und immer wenn mir was auffällt, was ich mir dabei gedacht habe, würde ich es kurz anhalten. Ich hoffe, das bringt euch nicht total auf die Palme, aber vielleicht, dass man so ein bisschen versteht, was passiert da eigentlich. Weil die Clips, wie gesagt, könnt ihr euch gerne im Nachgang anschauen. Gefilmt übrigens hat der Matthias, weil ich ihn gerade hier sehe, Shoutout an Matthias Wallott, der mit mir hier die ganze Reise gemacht hat. Und dann hören wir doch mal rein in Sounds of Stuttgart. Genau, hier gleich schon mal Stilmittel. Okay, man hat am Anfang, der Ton ist nur Mono, aber sobald man sich die Kopfhörer aufsetzt, springt der Ton auf 3D-Audio. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, um den Leuten auch wirklich verständlich zu machen. Ah, wow, hier ist der Ton um mich herum. Deswegen hier nochmal Mono und dann setzt man sich auf. Und dann rast doch schon hier die S-Bahn vorbei. Und hier geht es eigentlich auch schon los, dass man sagt, okay, man hat hier dieses türöffnende Geräusch, dieses Ksch. Und das, wenn man mal drauf achtet, das läuft jetzt im Loop weiter. Also das ergibt jetzt schon ein Beat. Man ist dann am nächsten Ort.
aber man hat trotzdem noch dieses Türöffnergeräusch. Und zwar, das war diese Beethoven-Überlegung, dass man da schon zack, 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 zack eben anspielt, um schon mal so eine Art Musik zu erzeugen. Weil ich kann euch sagen, so ein Clip nur mit Soundeffekten, der erzählt sich genau irgendwie 20 Sekunden und danach hast du irgendwie keine Lust mehr, nur Sound zu hören, sondern irgendwann erwarten die Leute einfach Soundeffekte. Und hier wird man es auch gleich hören, dass ich die Vögel genommen habe, das Vogelgezwitscher und damit schon mal so Beethovens Fünfte angeteasert habe. Hören wir mal kurz rein. Wer hat's gehört? Da hört man so von links einen Vogel. Ja, also da steckt, ich muss gerade selber schauen, oh Gott, was steckt da alles drin? Aber dann ist man so bei einer magischen Grenze von einer halben Minute, wo ich weiß, okay, ab dann muss man einfach ein bisschen Fahrt aufnehmen. Und hier haben wir dann quasi das Mercedes-Benz-Museum und das Porsche-Museum abgefrühstückt und dann habe ich gesagt, okay, an der Stelle muss mal der 3D-Sound vielleicht ein bisschen zurückstecken und hier muss man ein bisschen Tempo aufnehmen. Deswegen habe ich von dort, von diesem so eine, ich nenne es mal so eine rockige, funkige, elektronisch angehauchte Musik genommen, die ein bisschen Tempo aufnimmt, aber eben auch auf den Beat von diesem 100 Jahre alten Gefährt. Genau, aber das funktioniert halt auch so irgendwie 20 Sekunden und dann will man die Leute schon wieder weiter catchen. Dann ist man im alten Schloss und dann ist es dann eher klassischer und ich spule ein bisschen vor, weil wir sind dann auch gleich rum, so zu einer meiner Lieblingsszenen. Da kann ich noch ein bisschen was Lustiges dazu erzählen. Das war dann die Stiftskirche, die sieht auch von innen echt richtig schick aus und das ist dann auch schon die Szene. Ja, da ist der Ton echt tatsächlich, da habe ich nichts gefaked. Und zwar war das so, dass die uns da wirklich einen echten professionellen Organisten hingestellt haben. Und das war leider ein bisschen unglücklich, weil der hat die Memo nicht bekommen, dass wir Beethoven brauchen. Und wir so, ja, und kannst du hier Beethovens Fünfte spielen? Und er so, nee, er hat was von Mendelssohn vorbereitet. Dann war erstmal die Stimmung so am Boden, weil es halt so ein Virtuose war. Und dem musste man erstmal erklären, so, ja, können wir haben? Und er hat sich dann doch irgendwie breitschlagen lassen, dass er für uns diese paar Akkorde spielt. Und dann mussten wir das auch alles erstmal irgendwie so inszenieren und spontan überlegen, okay, man geht rein, dann hört man quasi von hinten die Orgel, dann dreht man sich um und der Ton dreht sich mit einem mit und dann steht man halt vor dieser pompös aussehenden Orgel und tatsächlich saß da auch der Organist, der musste halt irgendwie fünfmal für uns dumm spielen, aber es klang ja dann auch fett und dann fand das irgendwie auch witzig und so konnte man dann irgendwie noch die Kurve bekommen, aber so waren dann jedes Mal die Herausforderungen aufs Neue, okay, was mache ich eigentlich und wie kann ich da den Ton nutzen und so war es eigentlich ein ganz netter Break, so, weil Kirchenmusik erzählt sich halt irgendwie auch nicht so richtig für einen Online-Clip, aber in dem Kontext kann man das schon machen. So, ich erspare euch die Details, schaut euch die Clips einfach mal sehr gerne an, gebt mir gerne Feedback dazu, bin gespannt, was ihr dazu sagt, versucht mal rauszufinden, wo habt ihr überall Beethoven gehört, das habe ich tatsächlich alles auf meiner Homepage mit Timecode angegeben, welcher Vogel wann Beethovens Fünfte zwitschert. Und ich hoffe, so habt ihr jetzt mal einen krassen Rundumschlag bekommen von 3D-Audio und was kann man eigentlich alles damit machen.